Buenos dias! Guten Morgen! Wir haben jetzt unsere Sachen gepackt und jetzt gleich beginnt unser Roadtrip. Und wir haben rausbekommen, dass wir hier das Leitungswasser trinken können. Ja. Und ja, jetzt hatten wir hier zwei Kanister gekauft. Und jetzt füllen wir die halt immer auf. Ja, denn wir haben auch gehört, in Costa Rica ist das mit dem Recycling so eine Sache. Viel Müll wird einfach auf Mülldeponien verbuddelt und so eine Flasche braucht halt 1000 Jahre, bis sie abgebaut ist. Also ja, ist richtig auf Nachhaltigkeit achten. Und gestern, das haben wir nämlich noch vergessen zu erzählen, also es laufen schon ein paar komische Gestalten hier rum, muss man sagen, schon. Die so ein bisschen sehr drogenabhängig aussehen. Ja. Hätten wir jetzt nicht hier erwartet. Nee. Aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja. Da sind wir drin im Auto, pünktlich um 9 Uhr, wie wir uns vorgenommen hatten. Genau. Ist ein kleiner Daihatsu Vego, ein Allrad-Geländewagen, aber echt winzig. Und was ein bisschen unschön ist, eigentlich wenn man hier in Costa Rica unterwegs ist, vor allem das Auto verlässt und, sag ich jetzt, eine Wanderung macht auf einem Vulkan oder ähnliches, dann soll man eigentlich keine Sachen im Auto lassen. Und ja, wir sind heute unterwegs, verlassen das Auto, haben halt unser Gepäck hinten im Auto drin und wir haben keine so einen Sichtschutz über dem Gepäckraum hinten, was man so zuziehen kann. Da kann halt jeder ins Auto reingucken. Das ist ein bisschen schlecht gemacht, auch keine getönten Scheiben oder so. Aber naja, so ist es. Und jetzt starten wir den Roadtrip. Richtig cool. Schaut mal, hier an der Seite sind ganz viele Pilger. Dazu erzählen wir euch gleich aber mal mehr. Wir sind jetzt gerade bei Walmart angekommen, müssen noch ein bisschen was einkaufen und danach starten wir richtig. Wir probieren gerade noch ein paar Regenjacken an, denn es ist Regenzeit und wir haben außer Regencaps nichts. Aber die sind eigentlich ganz gut und ja, meine passt auch. Und ansonsten haben wir ein bisschen Obst gekauft, Mückenzeug und einen Schirm. Und geht? Also der Supermarkt hier ist wirklich riesig und man findet einfach alles. Guck mal, da vorne gibt es Banane und die ist mit Käse gefüllt. Die Unamas? Und wir nehmen uns jetzt hier so etwas Reis mit. Die erste Tollstraße hier. Die standen gerade echt falsch, denn man braucht eigentlich so einen Quickpass und den hatten wir nicht. Ja. Und haben die uns einfach durchgewunken. Also ja, haben wir jetzt Glück gehabt. Gar nichts bezahlt. Geld gespart. Jetzt stehen wir auch schon direkt im Stau hier und sind noch gar nicht so lange unterwegs. Aber dann können wir euch auch mal erzählen, warum die Pilger denn heute pilgern. Genau, die wandern oder pilgern alle nach Karthago. Da ist eine riesig große Wallfahrtskirche und morgen ist ein Tag, an dem echt angeblich Hunderttausende, wirklich Millionen Menschen dorthin pilgern. Das ist einmal im Jahr. Und ja, keiner hat wahrscheinlich Lust, unter Hunderttausende Menschen da zu sein oder viele nicht. Deswegen sind viele so schlau und gehen am Tag vorher schon los. Ja, und scheinbar fahren auch viele mit dem Auto dahin. Deswegen übelster Stau und ganz viele Pilger unterwegs einfach. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das dauert, weil eigentlich müssten wir gar nicht so weit fahren. Aber und wir fahren auch zum Vulkan. Genau, eigentlich geht es gerade nicht weiter vor und zurück. Also der Stau war es tatsächlich wegen den Pilgern, die laufen da hinten. Die haben nämlich die komplette Straße hier zugemacht. Hier vorne ist jetzt die Basilika, die Kirche, wo die ganzen Pilger hinwandern. Hier ist also das Endziel. Und wir sind jetzt seit wie viele Stunden unterwegs? Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb. Das hätten wir echt nicht erwartet, dass hier so viele Menschen unterwegs sind. Normalerweise wollten wir vor 2 Stunden am Vulkan angekommen sein. Und der ist jetzt noch eine halbe Stunde entfernt, wenn wir jetzt normaler Geschwindigkeit nachfahren könnten. Ich habe keine Ahnung, wann wir heute überhaupt mal da ankommen. Aber was total interessant ist, ist auch, dass ganz viele Pilger diese 22 Kilometer oder sogar, wenn sie noch von weiter weg kommen, auf ihren Händen und Füßen teils oder auf den Knien kriechend bewältigen, quasi um ihre Frömmlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Wir haben jetzt gleich schon 1 Uhr, sind immer noch nicht angekommen. Wir machen gerade eine kleine Toilettenpause hier an der Tankstelle
Und ich muss mich berichtigen, wir haben einen Toyota Rush bekommen als Mietwagen. Eigentlich war es, oder sollte es sein, ein Daihatsu Bego, ist glaube ich die gleiche Größe. Aber so ganz cool, ist halt, sieht ein bisschen alles nach Plastik aus, aber sonst ist halt ein kleiner Geländewagen. Das ist so ganz schön, fährt sich ganz gut auf jeden Fall. Hier gerade mitten durch die Berge, es ist wirklich sehr schön, aber wir haben jetzt auch wieder wirklich Pech und es fängt an zu regnen. Ja. Heute ist irgendwie nicht so der perfekte Tag, also lange im Stau, Okay. Dann der Regen. Und ich bin einmal falsch abgefahren, deswegen kommen wir jetzt hier echt durch so Dörfer, aber wenn man das sieht, drehen wir um die Kamera. Das sieht so schön aus hier. Auf der Kamera, ja, da sieht man es. Halt schön. Hammer, ne? Super. Aber man muss sich halt in Geduld üben, wenn man auf Weltreise ist. Also. Also langsam wird die Straße oder der Weg ein bisschen zu holprig. Gucken. Ja, ich glaube schon. Na also. Stopp. Also wir brechen jetzt ab, denn es ist zu heftig und das Auto fängt schon an zu rutschen. Ist halt auch nicht so voll der Geländewagen. So. Na, wir brechen ab. Guck mal, habt ihr schon mal so eine schöne Kuh gesehen? Die sieht aus wie ein kleiner Teddybär mit den Ohren. Daneben liegt noch eine kleine. So süß. So, nachdem wir jetzt die andere Strecke abgebrochen haben, haben wir jetzt wieder zur Hauptstraße gefunden. Endlich. Endlich, nachdem mein Mann ja falsch abbiegen musste. Aber das Wahnsinnige ist, dass das Navi trotzdem noch den Weg erkannt hat. Obwohl das mitten im Nirgendwo war und hinter echt nur noch Schotterpiste. Muss man sagen, Respekt, aber mit dem Auto echt nicht machbar. Ja, und jetzt gucken wir mal, dass wir endlich zum Vulkan kommen. Ja. So, wenn es läuft, dann läuft es richtig. Denn ja. Wir waren gerade hier oben am Eingang von dem Vulkan. Irazu heißt ja, das ist der höchste Vulkan ganz Costa Ricas. Und ja. Wir wollten unbedingt drauf. Und ja, der Eintritt kostet pro Person 15 US-Dollar. Und die nette Dame hat gesagt, ob wir wirklich rein wollen, weil man kann nicht in den Vulkan heute reinsehen, fast nie, weil es einfach zu neblig ist. Und sie hat uns ja quasi abgeraten, wir haben uns dafür bedankt und fahren den Berg jetzt wieder runter. Das ist echt ärgerlich, wir haben jetzt schon kurz vor 3 und haben heute nichts gesehen, nichts gemacht, und einfach nur im Stau gestanden, einmal kurz verfahren. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, jetzt regnet es gerade auch wieder. Jetzt werden erstmal die Regenjacken. Jetzt werden erstmal die neuen Regenjacken angezogen, denn wir sind gerade an einem Aussichtspunkt angekommen. Und von dem aus hat man die Aussicht auf ein riesiges Tal und ein verlassenes Sanatorium, also ein altes Krankenhaus. Und ja, wenn es klappt, gucken wir uns das gleich auch noch an. Das sehen wir mal, denn da gibt es Schauergeschichten. Oh ja. Dann fahren wir mal zum Krankenhaus, wa? Yep. Mit unserem Partner Jäckchen. Ein Geheimtipp ist es auf jeden Fall nicht mehr. Hier sind ganz viele Leute und wir mussten jetzt auch Eintritt zahlen, und zwar 1200 pro Person. Ist doch
Carlos Duran Katin hat das Krankenhaus bzw. Sanatorium 1918 eröffnet und das war eine Tuberkuloseklinik. Und ja, Ende der Klinik war da, wo das Antibiotikum entwickelt wurde oder auf den Markt kam. Oh Gott! Oh Gott, ja, sorry. Aber hier ist nämlich, hier spukt's nämlich. Also sagt man, es gibt viele Berichte dazu, dass hier eine Nonne rumläuft, mit den Leuten spricht oder dass eine Frau hier mit einem Glas Wasser rumläuft. Es soll wohl eine Frau gewesen sein, die damals den Patienten nicht das Wasser gegeben hat. Oder nachts sollen irgendwelche Menschen oder Kinder schreien, das hören die Einheimischen hier. Ja, wir verlinken habe ich mich gerade so erschrocken. Wir verlinken euch dazu mal unten auch einen interessanten Blogpost in der Videobeschreibung, schaut mal rein. Und ja, es soll wirklich so sein mit dem Spuken. Sogar die Ghost Hunters International waren hier und haben angeblich Sachen auf Video festgehalten. Also, wer daran glaubt, glaubt dran. Sie hier zumindest. Aber es ist echt sehr interessant, muss man schon sagen. Wenn ihr euch hier einen Mietwagen mietet, auf jeden Fall einen Geländewagen, weil Allrad hat sich jetzt schon ausbezahlt oder bezahlt gemacht. Boah, ist die Straße nicht schlecht. Wir haben erst gedacht, wir wären falsch, aber hier fahren so viele Autos, das ist scheinbar ernsthaft eine Hauptverkehrsstraße. Angekommen, haben 18 Uhr und passend vor der Dunkelheit sind wir jetzt da. Es wird nämlich empfohlen, halt nicht in der Dunkelheit zu fahren. Und da hinten, das ist ein ganz cooler See. Und ja, jetzt werden wir erstmal einchecken gehen. Cinco. Ja, so, wir haben jetzt eingecheckt in der Casa Turi und richtig netter Empfang auch, auf jeden Fall. Ganz was Zimmer an. Wow, das ist aber groß. Wow, mega, Riesenbett. Richtig cool. Man hört auch voll viele Tiere, ne? Das ist schön. Ja. Hier vorne Sitzmöglichkeiten. Und hier geht's raus. Ein kleiner Balkon. Hier ist der Schrank. Und hier haben wir einen Wein, der kostet $30. What? Wieder eine Kaffeemaschine, das ist echt lustig, ne? Ja, das ist echt super. Hier, großer Spiegel. Noch ein Schrank und das Bad. Schminkspiegel, so wie das letzte ungefähr, ne? So in der Art. Hier, Badewanne, Dusche. Wir sind zurück vom Abendessen, es war auch wirklich lecker und die haben sich wieder Mühe gegeben, weil in der Karte war nichts drin für uns, haben 6 Uhr was zubereitet. Und was wir noch zeigen wollten gerade, den Safe. Der sieht so vielleicht gar nicht so klein aus, aber wenn man jetzt mal den Maßstab sieht, der ist so winzig, also in der letzten Unterkunft, da passten MacBooks 2, 3, 4, 5 sogar rein und hier eine Hand ungefähr. Ja, und ansonsten ist ganz schön hier, aber schon ein bisschen abgewohnt, muss man sagen. Und es riecht ein bisschen muffig hier drin, ne? Ja, aber sonst auf jeden Fall super nette Leute, muss man sagen. Vor allem gerade auch im Restaurant. Ja, und wir sind ja leider im Dunkeln angekommen, deswegen gucken wir uns morgen mal den Rest im Hellen an. Ja, in diesem Sinne würden wir sagen, erster Tag. Wir wollten viel erleben, so viel hat leider nicht geklappt. Aber ja, irgendwann werden wir einen Blogpost hier drüber mal schreiben, über Costa Rica. Dann schreiben wir auch ein, was wir gerne noch gesehen hätten als Tipps für euch. Und ja, in diesem Sinne, bis morgen. Gute Nacht und bis morgen. Ciao.